Ja, leg los. Jo, hi. Jörn oder Horst heute mal ausnahmsweise. Ich muss unbedingt zum Friseur, weil das wegen Käppi aber scheiß drauf. Seat Leon, wir sind ein bisschen VAG-lastig zurzeit, ich weiß, aber da drüben steht noch M135. Da haben wir auch schon das ein oder andere Video auf dem Channel. Der kriegt heute ein Fahrwerk, aber ist egal. Jetzt sind wir beim Seat Leon Cupra. 2 Liter TFSI, 240 PS, 300 Newton Serie. Das gute Stück hat eine HFD-Antwortbox. Hat der Kunde sich selbst montiert. Das Ganze, auch bei uns haben wir jetzt die Tage erst noch ein Video gemacht zu einem... Wo hatten wir es drin? Mist! Im Golf 6, glaube ich, ne? Oder im Golf 5? Na, ist ja auch egal, da haben wir die Tage jetzt in einem anderen Auto eingebaut. Hochdruckpumpe, Ansaugung, Abgasanlage ab Turbo. Ja, da geht was. 240 PS, 300 Newton sind jetzt. Ich fahre jetzt eine Messung und dann zeige ich euch das Ergebnis. Ihr werdet nicht mitrechnen, aber es ist ein bisschen mehr. Einiges. Aber ich messe mal. Serienleistungangabe 240 PS, 300 Newton. Wir haben jetzt 361 PS und 506 Newton. Das heißt 120 PS und 200 Newtonmeter mehr wie Serienangabe. Ist bei dem Motor eigentlich recht gleich. Jetzt kommt die, das hält nicht. Doch, das hält. Aus dem einfachen Grund, dieser 240 PS, der da drin sitzt, ist ein größerer Motor, wenn man so möchte, als dass er hier verbaut ist. Er ist ab Werk schon gedrosselt. Ihr kennt den Motor auch im TTS, Audi S3, Golf 6R, da gibt es dann auch schon mit 260, 265, 270 PS und ab Werk. Deswegen steckt in dem Motor so viel Potenzial. Mit dem Umbau wie jetzt mit der Hochdruckpumpe, Ansaugung, Abgasanlage, Abturbo, empfehlen würde ich hier allerdings auch noch einen Ladeluftkühler auf Dauer unbedingt. Da ist ein Schalter, ist auch schon eine andere Kupplung drin. Wäre es jetzt ein DSG, würden wir das mit dem Getriebe programmieren können. In diesem Fall wurde aber auch eine andere Kupplung verbaut. Also keine Sorge, das hält. Wenn wir hier irgendwas bauen oder angeben, das sind Sachen, die halten. Wenn irgendwas nicht funktioniert, das sind Kunden, die schicke ich weg. Das ist der Unterschied. Oft habe ich einen Kunden, der sagt, ich habe schon 1000 Meinungen gehört. Für einen, der keine Ahnung hat, ist das schwer. Weil der ruft überall an und jeder erzählt ihm was anderes. Und viele wollen einfach was verkaufen, erzählen was. In diesem Falle stapel ich lieber etwas tiefer, habe dem Kunden auch schon vorgesagt, unbedingt seine Wunschleistung von 350 PS erreichen, will ich nicht versprechen. Da sind wir jetzt aber so drüber. Umso glücklicher bist du nachher, wenn ich dir mehr geben kann, als ich versprochen habe. Ja, was soll ich dazu sagen? Was so ein Umbau kostet, ist vielleicht nur interessant. Ansaugung liegt bei 500, Abgasanlage ab Turbo rechnen wir mal grob so mit Montage. Ja, je nach Enduro-Modell kommt es auch ein bisschen an. Ich sag jetzt mal 1,6, 1,8 bei so einem Fahrzeug. Eine Kupplung, wenn man die stärker macht beim Schalter, liegt um 1000er als Beispiel. Und eine Softwareoptimierung bei so einem Fahrzeug liegt bei 590 Euro. Wenn man das jetzt natürlich alles macht und das aufaddiert, dann sind wir nachher bei 3000 irgendwas Euro. Wir machen euch dann natürlich auch einen Paketpreis, wenn ihr sagt, ich will das, das, das. Dann kommen wir euch auch ein bisschen entgegen. Ja, so viel zu dem Thema. Ist es heute ein Freitagsvideo, Robert? Ja. Also wenn heute ein Freitagsvideo ist, dann wünsche ich schon wieder ein schönes Wochenende.